Ladies in Germany. King is back, baby. Herzlichst willkommen aus der Sommerpause. Ich bin zurück. Und da freue ich mich. Ich habe euch doch vermisst. Also muss ich ehrlich sagen. Hast Blatt auf Papier. Ich will aber auch Danke sagen, dass ihr mir den Urlaub so krass gegönnt habt. Ti amo, amor mio. Ihr Süßen, heute starten wir mit einem brandneuen Format rein. Naja, brandneu ist es nicht, es ist schon Klassiker hier eigentlich auf diesem Kanal. Aber wir werden uns heute die absolut brandneue Folge Are You So One? Reality Stars in Love reinfahren. Folge 1 und 2 habe ich heute mitgebracht. Wird jetzt auch, falls ihr euch dafür entscheidet, also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt, das weiterzumachen oder nicht. Warum das denn? Warum wir darauf reagieren? Es sind ein paar Leute dabei, die kennen wir nur allzu gut. Und das finde ich einfach nur geil. Wir haben Marc-Robin dabei. Hallo. Wir haben Nicola dabei. Einfach mega, mega. 10/10. Wir haben Lukas aus Prominent getrennt dabei. Ist einfach nur ein Scharlatan. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Anastasia zum Beispiel dabei. Könnt ihr euch noch an die erinnern? Das war ja eine meiner absoluten Favorites. Hatten wir bei Ex on the Beach. Junge, ich fick im echten Leben jeden, den ich will, und ich mach das hier genauso. Aber die werdet ihr heute natürlich alle so gut es geht kennenlernen. Ansonsten, wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das doch sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss. Bevor wir jetzt aber hier reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Frage an euch. Und diese Frage ist... Willst du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? Diese Frau. Ja, da wollte ich euch nämlich auch noch Bescheid sagen. Neuer Merch-Kit, und zwar am 1. August. Macht's euch schon mal als Beitrag im Kalender. Ist natürlich wieder mit Vorbestellungen, aber auch die sind limitiert. Das haben wir ja jetzt gelernt. Ach so, und es kommt natürlich noch anderer geiler Shit. Ein paar Sachen habt ihr auch schon gesehen. Hatte ich auch schon mal an. Haben mir viele geschrieben, was ist denn das für ein geiles T-Shirt? Ich sag mal so, wir haben wirklich einen Eisladen. Ihr Süßen, jetzt aber geht's los. Ich bin die Erste, so nervös, und niemand kann mich beruhigen. Außer das natürlich hier. Außer natürlich der Aluhol. Ja, das ist ja ganz klar. Sind wir wieder in dem Format angekommen, wo die Leute saufen ohne Ende? Weil sonst gibt es hier keine Quote. Man sagt ja, in vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Die erste hier, Tara, 31. Ich persönlich kenne sie bereits schon aus Reality Backpackers. Lief auf Join. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da fand ich sie wirklich ganz toll. Ist für mich eigentlich eine sehr tolle Frau. Deswegen bin ich da gespannt, weil die hat gute Werte, die hat gute Ansichten, die hat ein loses Mundwerk. Trotzdem gefällt mir. Wer kommt als nächstes? Jungs, das ist da. Es sind die Ersten. Dann sind wir wohl die Wichtigsten. Ja. Ja, das könnte sogar gut sein. Die Princess ist nämlich jetzt auch angekommen. Emmy Ross kennen wir hier auf unserem Kanal von der Temptation Island Staffel mit Henrik Stoltenberg. Da war sie ja noch mit Udo zusammen. Die ist hochattraktiv. Und habe sie aber auch jetzt noch in weiteren Formaten gesehen. Emmy ist halt wirklich, ja, eine gebrochene Seele. Wer ihre Geschichte kennt und ihre Vergangenheit, da kann man eigentlich nur noch Mitleid haben. Und da bin ich sehr gespannt, was Emmy hier für einen Wind reinbringt. Ich habe sie nämlich noch nie daten gesehen. Ich habe sie auch noch nie flirten gesehen. Von daher bin ich echt gespannt, wie das hier passiert. Ach so, ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Worum geht es bei Are You So One überhaupt, für die, die das jetzt hier noch gar nicht kennen? Wir haben hier 10 Frauen und 10 Männern vor allen Dingen auch. Und die werden ihr Perfect Match finden. Also es gibt für jede Person eine andere, die perfekt, laut Psychologen. Verarscht doch wen anders so. Zu dieser Person passt, und darum geht es, ne, dass die halt herausfinden, wer ist es. Dafür gibt es Dates, dafür gibt es Spiele, dafür gibt es eine Matching Night, sorry. Wer das verzeiht, der hat einfach keine Selbstachtung. Da zählt aber alles noch. Also, ganz entspannt, ganz entspannt. Ja, die Prinzessin ist am Start. Ich find's einfach geil, dass sie da einfach einen abröst, ne? Die Prinzessin ist am Start. Sehr gut gemacht, Baby. Oh ja! Alter, Baby. Lächerlich. Das finde ich eine Frechheit. Das finde ich eine Frechheit, dass dieser Lukas nochmal irgendwo eingeladen wurde. Da frage ich mich wirklich, wann wurde das gedreht? Wurde das vor oder nach Prominent getrennt gedreht? Ich gehe davon aus, das wurde nach Prominent getrennt gedreht. Aber die Frauen, die da jetzt drin sind, hatten noch nicht die Chance, Prominent getrennt vorher zu schauen. Das heißt, die werden sich da alle wieder auf den Scharlatan einlassen. Erwartungshaltung ist auf null bei diesem Mann.
Und das stört mich, das stört mich. Das finde ich einfach unfair. Weil wer möchte den als Perfect Match haben? Wer möchte einen Betrüger, einen Lügner? Einen, der wirklich alles dafür tut, seine Maske zu wahren? Wer möchte den haben als Mann? Als Frau, ja, als Mann auch. Ja, Junge, ich bin bedient für die nächsten 2 Jahre. Das reicht mir erstmal. Schauen wir mal, wen er da im Endeffekt abkriegt. Rest in Peace. Oh nein, das sieht nach einer Vorgeschichte aus. Nee, gar nicht. Einfach unsympathisch. Ich liebe Emmy. Nö, da gibt's keine Vorgeschichte, einfach unsympathisch. Ich mag den einfach nicht, ja, und das ist völlig okay. Wenn ich gar keinen Bock hätte, wäre Emmy Rush. Das bist du der Typ, Frau. Hi, I'm a boss, bitch. Und jetzt? Ist nicht meine Energie. Ist nicht meine Energie. Ich bin zwar genau so ein Typ, I'm a boss man, aber das ist wirklich nicht meine Energie. Weil eine Frau, die sollte in ihrer femininen Energie sein. Ne? Die sollte ein bisschen von der Stimme auch her ruhiger, nicht immer so vorpreschen, nicht für ihre Rechte einstehen. Das ist wirklich halt einfach gar nicht so mein Ball. Boah. Unsere letzte Begegnung war im Streit auseinandergegangen. Dementsprechend war ich so, wie wird das jetzt? Ja, glaube ich. Aber ich fand, was für letzte Begegnung? Die waren in irgendeinem Format zusammen. Ich glaube, Kampf der Reality Stars oder Promis unter Palmen und so. Natürlich habe ich das gesehen. Aber meine Erinnerung hierzu ist ausgelöscht. Ja, aber ist das jetzt eigentlich mehr eine Enttäuschung oder eine Überraschung? Du bist jetzt hier, um Frauen aufzureißen? Ich will Spaß hier haben, auf jeden Fall. Also bitte nicht zurückhalten und prüde sein, okay? Das will ich nicht hier prüde sein. Auch wenn das deine Werte als Frau sind, hier bitte nicht zurückhalten und prüde sein. Weil der Lukas braucht das. Der braucht, dass du dich da auch mal an den Rand schmeißt. Und auch mal in den Boom Boom Room. Wenn er mit 5 an einem Tag rumlecken will, dann macht er das, weil bitte nicht zurückhalten und nicht prüde sein. So, die nächste. Ich bin Athena und ich bin 27 Jahre alt. Man kennt mich von Love Island 2019. War noch richtig grün hinter den Ohren und jetzt bin ich eine richtige Frau, ich weiß, was ich will. Da bin ich froh. Da bin ich froh, Athena. Weil ich glaube, dieses Wissen, was man will, das braucht man auch, bevor man da zu Alto geht. Die Kandidaten, wie gesagt, also die männlichen, die werden auf jeden Fall hammerhart. Da muss man Prinzipien haben als Frau und Werte, sonst wird das nichts. Wenn man echt schwach ist und nicht stark gebaut ist, dann machst du Sachen, die du vielleicht bereust oder, ja, ne? Hi, ich bin Lukas. Athena. Ja, das ist der Erste, der sich da an die anpirscht. Ui, renn. Der Nächste, Alexander, 28 Jahre alt. Boah, meine Traumfrau, am besten groß, schönes Lächeln. Am besten groß, schönes Lächeln, ne? Also das ist ein Mann, hier mal, im Fernseher sagt, eine große Frau. Aber dann denke ich auch immer, weil die meisten sagen ja immer, sie wollen eine kleine Frau, ne? Eine kleine Frau. Dann denke ich immer, ich dachte, ihr wollt alle Topmodels. Und Topmodels sind nun mal groß. Also wo geht die Rechnung da auf? Guten Morgen. Ich kenne den noch aus Bachelorette, war der. Bei wem weiß ich nicht mehr. Aber der war Koch bei Bachelorette und das fand ich echt sympathisch und irgendwie mochte ich den. Absolut Snorros bei Frauen ist für mich, wenn man so oberflächlich ist, wenn man keine Manieren hat. Keine Manieren, ey. Freue ich mich, wenn der auf Emmy trifft, die da einen Röpser nach dem anderen lässt. Du! Gerade du! Mir ist persönlich Reden viel, viel wichtiger als Sex. Ich kann damit nichts anfangen, wenn man direkt zum Körperlichen übergeht. Ja, das verstehe ich auch. Verstehe ich auch, bin ich ja genauso. Aber wenn man dann geredet hat und sich kennt und so, ist es dir dann immer noch wichtiger? Reden als Sex? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich meine, er ist ein Mann, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass wir hier einen normalen Menschen sitzen haben. Auf das 1%. Ich bin Antonino, ich bin 26 Jahre jung. Antonino, ne? Antonino war der Verführer von Sarah, die Ex von Nico Lügert. Supergeil. Hat auch einen geilen Spruch nach dem anderen gebracht. Einen will ich euch nochmal zeigen, weil der lebt rent-free in meinem Gehirn. Bei so einer Frau wie bei dir würde ich sagen, so, danke Gott. Bis jetzt ist doch nichts für mich. Ja, ist sie mit mir auch zu jung, von der Art her. Was für Schulkinder. Aber Emmy ist doch auch offiziell 23. Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Die ist eigentlich nicht 23, weil die ist ja schon 10 Jahre im Business und ist seit 10 Jahren 23. Geht murmeltechnisch einfach nicht auf. Also mit Männern komme ich immer super gut klar. Das Problem sind die Frauen. Ich habe irgendwas an mir, was die Frauen provoziert. Laura, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Habe ich mir anscheinend irgendwie nicht aufgeschrieben. Aber die gute Laura, sagt er hier schon, hat was an sich, was andere Frauen provoziert. Ich sag dir, was du an sich hast, was andere Frauen provoziert. Für diesen Spruch würde ich dir sowieso schon gerne mal ein paar boxen. Einfach, dass du sowas schon sagst. Aber ansonsten fand ich sie eigentlich ganz sympathisch, auch in ihren vergangenen Formaten. Sie war halt bei IU The One, die Normalstaffel, und da war sie mit diesem Marcel mit den blauen Augen. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Der war super, ein großer, richtig großer Creep.
Und da war sie sehr unterwürfig. Sehr unterwürfig und das hat mir damals nicht so gut gefallen. Sie tat mir halt irgendwie mega leid. Aber ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, ne? Vielleicht hat sich da was getan. Die nächste, Gabriela24, kennen wir auch von Ex on the Beach. Ich habe, was andere Frauen nicht haben. Ich würde definitiv sagen, dass ich ein Jackpot für Männer bin. Ich koche gerne und sorge mich auch gerne um Männer oder andere Leute. Um Männer und andere Kreaturen. So hatte ich erst gedacht, dass sie das sagt. Ja, die hat halt auch was andere Frauen nicht haben. Ne? Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Sparte Laura. Die hat erstens, hat sie was andere Frauen nicht haben. Und zweitens, hat sie dann auch noch extra was an sich, was alle Frauen anscheinend nicht mögen. Da werden wir aber auch genauer hingucken, Leute. Das sage ich euch. Das sage ich euch, weil ich würde gerne wissen, was sie hat, was ich nicht habe. Ansonsten geht nichts. Und Laura, die wir eben kennengelernt haben, die quatscht jetzt mit diesem Alex und fragt sie, also dieser Alex fragt sie, ob sie einen bestimmten Typ hat oder ob ihr das alles vollkommen egal ist. Ich war so voll auf die typische Red Flag. Ja. Da habe ich halt gemerkt, so, dass es halt gar keinen Sinn macht auf Dauer. Und was bringt mir ein Typ, der gut aussieht, mit dem man sich aber nicht unterhalten kann? Das ist halt gar nicht. Ich habe das auch schon gehabt. Das ist katastrophal. Das hat er auch schon mal gehabt, ne? Da hat er eine richtig geile gehabt, die war aber eine Red Flag. Ja, also das ist dann wirklich auch nicht des Lebens Sinn. Ich frage mich halt, kann man nicht einfach eine Person haben, die man attraktiv findet und eben keine Red Flag ist? Gibt es sowas nicht in deren Universum? Also es gibt halt nur das eine. Entweder du bist eine Red Flag und mega geil oder du bist keine, aber hässlich. Ja, es tut mir auch leid. Es tut mir wirklich leid. Was ist Politik? Es hat voll gut gevibed und gematcht. So jemand an meiner Seite würde mir sehr gut tun. Laura! Also ich kenne ihn zwar jetzt noch nicht, aber... Ja. Also ich stehe jetzt nicht auf dieses so übertrieben Gemachte. Ich muss selber schmunzeln, weil wir sind im Reality. Ja, ganz ehrlich, hier der nächste Tipp, ne? Kennen wir auch jetzt noch von der aktuellen oder letzten Staffel Prominent getrennt. Ich habe noch nie Tim so schnell gehen sehen. So, und jetzt kommt einer. Schnallt euch an und nicht mehr ab. Eigentlich bräuchtet ihr eine Sonnenbrille, weil der blendet euch sowas von krass die Augen weg. Einer, kommt jemand? Oha. Oha, wer ist das? Das ist der Fremdgeher. Mark Robin! Was hast du denn gedacht? Ja, und also man muss ihn halt wirklich erstmal erkennen, ne? Der hat jetzt Haare, der hat jetzt Zähne. Der hat alles, was eine Frau will. Ja, bei mir war das ja so ganz spannend. Niemals. Also wer so unloyal und unehrlich ist und seine Freundin öffentlich im TV betrügt, helfen auch seine neuen Zähne nicht und seine neue Frisur oder keine Ahnung, was er alles gemacht hat. Nee. Ich liebe es. Ja, das hilft da leider nicht. Das Äußere hilft nicht. Ich bin jetzt beleidigt. Und das ist halt auch das Problem bei so einem Lukas. Die wissen ja jetzt noch nicht, was das für einer ist, dass er nicht nur Chiara in seiner Beziehung betrogen hat, sondern auch seine Freundin davor und die davor und auch Chiara mit mehreren Frauen betrogen hat und das ganze Pipapo drumherum. Ne? Und klar, das war jetzt nicht bei Temptation Island, ich finde es aber genauso ehrenlos, weil er hat es ja auch in Clubs und so gemacht, er hat es öffentlich gemacht. Ne? Es war ihm aber scheißegal, weil er den Frauen ja gesagt hat, du, ich bin in einer offenen Beziehung, mach dir da keine Sorgen um meine Freundin, das ist alles okay. Da brauchst du die auch nicht kontaktieren, mich verpetzen. Noch ein Fehler, wird er entführt. Ja, also Traummänner, soweit das Auge reicht, definitiv. Und ich bin wirklich gespannt, wer sich da erbarmt, mit Marc minus Robin was anzufangen. Ganz ehrlich, das meine ich todernst. Geile Zähne, Mann. Danke. Der Alex, auch geile Zähne, ne? Yes! Endlich Anastasia! So, aufgepasst und den gehört, weil die kommt jetzt schon mit den absoluten Bängern um die Ecke. Auf meiner linken Schamlippe steht von oben nach unten geschrieben Enjoy. Du kannst auch, wenn du willst, den Tattoo um deinen Arschloch rumstechen. Machst du dir ein Mandala oder so? Machst du dir ein Mandala oder so? Also, kannst die Puppe jetzt auch tätowieren lassen. Ja, und das liebe ich! Ich hab Arschwasser as fuck. Ah, das ist die nächste Nadja. 24 von Love Fool. Habe ich auch geguckt. Ich muss sagen, da war sie schon sehr naiv. Sehr naiv, aber eine Herzensgute, aber sehr naiv. Genau meins. Könnte ich mir vorstellen, so eine Kandidatin, die wird Marc minus Robin noch mal nehmen. Dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht. Aber guter Cast, Digga. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja geil, ne? Die Jungs die ganze Zeit, also sie sagen es wirklich ständig, boah, der Cast ist so geil, nur geile Weiber hier. Wir haben wirklich einen Eisladen. Und ich fühle mich so wie der Eismann. Ich habe die alle genannt. Digga, ja. Vanilla, Tiramisu. Joghurt, Karamell, Pistazien.
Und die Frauen halt so, Kindergarten, hier ist keiner, der mir gefällt. Ja, da haben sie einen Fehler gemacht im Casting, muss ich doch ehrlich sagen. Ich bin Chris, bin TV-Gesicht und Vollzeit-Daddy. Nein, nicht Vollzeit-Daddy, leider nicht, aber ich bin Daddy. Ja, der nächste Chris Breu, anscheinend auch ein Daddy. Ich glaube, auch ihm würde diese Cappy sehr gut stehen. Du hast Geschmack. Kennt man, naja, woher kennt man den? Ist halt der Ex von Eva. Ne? Hallo! Was? Ich finde das so geil. Hallo! Emmy, was? Das ist tatsächlich mein erstes Dating-Format. Ich habe zwar immer gesagt, ich werde es niemals machen, aber ja, gut, sag niemals nie. Ja, und solche Leute hasse ich. Jetzt kannst du den Spruch anbringen mit niemals nie, weil du dich umentschieden hast. Aber vorher hast du wahrscheinlich alle verurteilt, die in so Dating-Formaten mitmachen. Schwach. Bei dir ist tamam, bei ihnen haram. Nein! Mittlerweile ist Sex mir sehr, sehr wichtig geworden. Und ich kann es auch sehr gut. Also da denke ich, wer bist du? So habe ich dich noch nie kennengelernt. Erstmal redet der hier offen über Sex. Ich dachte halt immer, das ist so ein mega netter. So ein ganz gutherziger Typ. Schlag's Märchenbuch zu. Hi, Emmy, alles gut? Ja, bei dir? Viel von dir gehört, viel von dir gesehen. Ich freue mich, dich wirklich von innen kennenzulernen. Alles gut? Ja, ich freue mich ja wirklich einfach mal, meinen Schwanz in dich reinzustecken. Alles gut. Hey, dein Charakter meine ich. Ja klar, meint er den Charakter. Lüge. Guter Spruch auf jeden Fall, der ist direkt. Und ich glaube, der könnte mit so einem Kaliber Emmy Ross könnte auch umgehen. Seine Mission ist die Mission Impossible. Ich fühle mich wie in so einem Hotel. Ich sitze hier so an meiner Bar und ich warte auf die Kunden. Ja. Hey, da kommen welche. Ja, ich kann sie total nachvollziehen. Es ist halt wirklich irgendwie so, ne? Bisschen ist es schon so. Der Ayuso One Puff. Geführt von Puff Mutti Sophia Turmala. Schön, schönes Gefühl. Sandra Di Janeiro. Ich bin Jennifer Iglesias, bin 13 Jahre alt. Im Kopf vielleicht. Die ist ja sowas von sympathisch, schon direkt Sekunde 1. Hallo? Die wird auch höchstpersönlich mit einer Kokosnuss abgeholt von drei Boys, unter anderem auch Antonino. Komplette Katastrophe, weil der einfach mit meiner besten Freundin zusammen war. Ich schwör's dir bei Gott, ich lasse alles liegen und stehen. Dann haben wir aber noch eine Dame, die mit ihr einzieht, und zwar Linda von Germany's Next Topmodel. Was hat die so zu sagen? Ist es auch eine wie keine? Ich glaube, dass es ein Triggerpunkt ist, wenn eine sehr natürliche Frau reinkommt, mit ihr immer alles so unnatürlich aussieht. Ja, genau. Ich muss kurz hier, Delulu. Delulu. Was ist denn für dich eine natürliche Frau? Ich meine, die sitzt da ja auch mit Fullface-Make-up, gefärbten Haaren, schöner Klamotte. Ach. Nee, lass einfach stecken, so eine Aussage. Danke. Hm? Ist schon mein Type? Hier, das sagt Tim übrigens zu Linda, ne? Der steht ja auf die natürlichen Frauen. Ey, das ist ein Perfect Match vielleicht. Arsena steht ganz oben auf meiner Liste, bin ich ehrlich. Hey, Arsena steht ganz oben auf deiner Liste, ja? Er sagt aber, er steht nicht auf gemachte Frauen. Und ich finde, Arsena, die ist ja so vollkommen wunderschön. Das kann ja eigentlich nur durch Operation passiert sein. Ich will jetzt aber auch nichts unterstellen. Du machst es immer besser. Aber ich glaube, das ist es halt auch noch bei Tim. Der differenziert. Der differenziert zwischen Frauen, die sich wirklich, naja, ich will nicht gut operiert haben, weil das klingt absolut falsch, sondern es gibt ja auch nochmal ein Schönheitsideal. Manche wollen ja wirklich dieses Krasse, krass, krasse. Und ich glaube, das meint er, dass er dieses krass, krasse mit Doppel-Z-Brüsten und sowas alles, richtig fetten Schlauchbootlippen. Das ist das Unnatürliche, was er meint. Ja, nicht so wie hier in der Arsena, die ist ja noch dieser grundnatürlich. Also absolut. Ich bin los, Leute. Tim ist manchmal so, dass er zurückhaltend ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob Tim sich zu jemandem entwickelt, den ich anziehend finden könnte. Keine Gnade, keine Gnade. Ich weiß, dass er mich gut findet, ich sehe das. Die kennen sich halt auch schon vorher, ne? Die haben sich schon ein paar Mal getroffen, das erzählt sie auch. Nur, dass halt Tim immer so ein bisschen zurückhaltend ist. Also genau das ist er halt. Genau dieser Typ Mann ist er doch. Ich bin nur wegen dir hier. Ja, ich weiß. Okay. Okay. Also Tim wusste, dass Arsena kommt. Das finde ich ja schon mal wieder scheiße, ne? Wenn die wissen, wer da mitmacht. So unnötig. Geil, Junge. Nikola, sind im motherfucking Haus. Ich bin seit fast eineinhalb Jahre Single. Mir geht's auf jeden Fall viel besser. Ich fühle mich jetzt unnormal geil. Sehr gut gemacht, Baby. Achtung, Achtung, es folgt Werbung. Dieses Video wird gesponsert von The Female Company. Die haben nämlich gerade ihren Super Period Flash Sale. Das bedeutet, ihr könnt Period Panties für 50% günstiger schießen und mit meinem Code on top nochmal 10% oben
drauf sparen. Lüge! Was für 10? Ihr könnt 15% obendrauf sparen, meine lieben Freunde. Ja, Junge, Junge, Junge. Das bedeutet, ihr könnt da Period Panties schießen für 14 Euro. Bam! Ihr wisst ja, ich liebe sie schon lange. Ihr kennt die ganzen Vorteile, habe ich euch alle schon erzählt. Es gibt aber einen neuen. Den habe ich euch noch nie erzählt. Es kam da nämlich eine aktuelle Studie raus von der Berkeley University USA. Die haben in 30 Tampons giftige Stoffe gefunden, wie Blei, wie Arsen. Was sind denn das? Was ist denn das für ein Scheiß? Ist gleich der nächste Schmutz in meinen Augen. Will man das in seiner Mumu haben? Das weiß ich nicht. Ich ja jetzt nicht unbedingt. So, meine Mumu hat gerade so geschlossen und zugeschlossen und... Die Firma Company hat da aber für euch ihr Vagina Protection Promise. Süß. Die Perioden-Panties sind nämlich zertifiziert mit Ökotex 100 und PFAS-frei. Was bedeutet das? Ich bin nicht dumm. Ja. Ich war auf dem Gymnasium. Kein Silberchlorid, keine Biozide und keine Schadstoffe. Was will eine Frau denn mehr? Ich will doch nur ein Ferrari haben und ein schönes Haus und genug Geld. Also save your vulva und save your money. Ist ein Full-Circle-Moment, ich weiß. Wirklich wunderschön, aber auch... eine Kopfhückerei für die Seele. Es gibt jetzt auch noch neue Sachen, und zwar Perioden-Beachwear. Guck mal hier. Ja, wo? Ich muss auch sagen, hier, das hält gut die Boobies zusammen. Da gibt es ja ein bisschen was zu halten. Diese Brüste, die killen mich komplett. Und auch die Hose ist halt, ich mag es, wenn der Arsch nicht komplett frei ist. Und das ist er da nicht. Ach so. Ja, okay. Natürlich könnt ihr auch die Period Panty Ultra Strong Seamless ergattern. Die seht ihr ja nicht unter der Klamotte. Ist auch eins meiner Favorites für Ultra Strong Bleeder. Auch sehr gut geeignet. Gibt's auch im Tanga. Da sage ich doch nur, ruf mich von der Arbeit an, ich bettel dich im Tanga. Ui, renn. Hab ich hier in der Farbe Sand. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, ist wirklich eine schöne Sache, Harry. Eine schöne Sache. Gerne wieder. Die blonde Laura, einfach richtig geile Frau. Nicola ist so toll. Also ich habe vergessen, wie toll der ist. Wie süß ist diese Laura? Hallo. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, ja. Ich finde Nadja super heiß. Ja, Nico ist groß, er ist breit, er ist trainiert. Ich finde, der Mann ist einfach voll die Erscheinung. Also ich finde ihn extrem attraktiv. Extrem attraktiv findet sie den. Ich muss halt immer an die Story mit Gloria und Nico denken, wie die sich das erste Mal gesehen haben. Der hat da ja am Goldstrand in Bulgarien gearbeitet und Gloria hat ihn gespottet und wusste sofort, diesen Typ will ich heiraten. Also der hat wirklich da anscheinend eine Aura auf die Frauen. Der absolute Wahnsinn. Aber Bruder, wie? Oh, es gäbe jetzt keine einzige Frau, wo ich sagen würde, nee, geht nicht. Ja, das wundert mich halt gar nicht. Weil wir haben wirklich einen Eisladen und ich fühle mich wie der Eismann. Ich habe die alle genannt, Digga. Ja! Das ist einfach nicht fair. Ich bin auf jeden Fall geflasht von den Frauen. Also wirklich, ich bin teilweise so... Ich bin wirklich geflasht von deiner Matte. Also wie hat er das geschafft von zero Haaren? Wisst ihr noch, der hatte nicht ein Haar auf dem Kopf bei Temptation Island. Hier der Beweis. Man sagt, Leute, die nichts auf dem Kopf haben, haben auch nichts im Kopf. Und jetzt sitzt er hier mit vollem Haar. Vollem Haar. Also das ist doch ein ganz anderer Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das sind alles so geil, Alter, wirklich. Die sind so geil, wirklich. Ja, Frauen sind halt nur geil. Die Girls sind Hammer. So, jetzt die nächste. Die ist auch wohl mega bekannt. Ich kannte sie nicht. Mein Ex-Freund kennt man natürlich auch. Der war auch in der letzten Staffel dabei. Da kommt einfach Cleopatra. Wahnsinn. Ja, wie heißt sie denn? Laura, glaube ich auch. Laura oder halt eben Cleopatra. Oh, geile Sau. Mark, Robin und ich haben uns getroffen. Okay. Wir haben uns sehr gut verstanden. Okay. Dann lief da halt auch ein bisschen was. Ich möchte euch eine Geschichte aus dem wahren Leben erzählen. Ich habe eine Bekannte aus dem Reality. Es ist nicht Mimi, nur dass ihr da Bescheid wisst. Die hat auch Mark-Robin im echten Leben kennengelernt und war hin und weg. Hin und weg war sie von dem. Was ich darf, das war's. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, was hat der Typ denn an sich, was wir alle nicht sehen? Also ja, jetzt offensichtlich hat er tolle Zähne und tolle Haare. Aber innerlich, was hat er da, was die Frauen so anziehend finden? Und ich bin so gespannt, ob wir das hier noch erfahren werden. Ganz ehrlich, weil wenn er so eine krasse Frau kriegt, irgendwas muss er doch auf dem Kasten haben. Es gibt nichts. Laura ist geil, ich mag die. Gut.
dann vielleicht Laura und Marc minus Robin, Perfect Match. So, die Show gehört ja Sophia Tomalla und die kommt natürlich jetzt auch mal vorbei, um ein paar Ansagen zu machen, ne? Ihr habt da was zuzustellen, nämlich die Hausregeln. Die erste ist schon mal scheißegal, da sagt ihr irgendwie, ja, ich will hier kein Are You The One Kinderstaffel, wie die letzte Staffel Are You The One, die normale Staffel, die war halt wirklich eine Kinderstaffel. So, was ist die zweite Regel? Zweitens, wenn ich einen Witz mache, wird gelacht, damit das mal klar ist. Das war kein Witz. Mann, darf man überhaupt noch über Sophia Tomalla lachen? Nein heißt nein. Melina ist Ex. Wo bist du, Tim? Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch zur Trennung, sage ich dann nur. Haha, ja. Ich finde das echt krass. Es ist schon eine hammerharte Aussage, ne? Aber wen wundert's, sie kommt von Sophia Tomalla. Überrascht bin ich da nicht. Ist so. So, und jetzt hat sie aber auch noch Marc-Robin auf dem Kicker. Der wird erstmal niedergemacht, ne? Wegen seiner Haare, wegen seiner Zähne. Würdest du sagen, sieht besser aus schon, oder? War schon ein Upgrade. Bisschen Nadia Abdel Farag hier, Ich finde das absolut geil, ne? Nadel ja auch eine absolute Ikone. Und nochmal kurz auf Marc-Robin zu sprechen zu kommen. Nein, es sieht tatsächlich nicht besser aus. Die Haare ja, fand ich aber auch ohne nicht schlimm. Aber diese Zähne, also ich finde, das Geheimnis an guten Veneers ist, dass du halt nicht siehst, dass diese Person Veneers hat, weil die so gut gemacht sind. Du denkst einfach, wow, hat diese Person perfekte Zähne von Natur aus. Wunderschöne Zähne, ja. Kannst auch mal ein, zwei Weißtöne höher gehen als dein normales Zahnweiß, aber nicht die Null nehmen. Also die Null im Sinne von das weißeste Weiß, was es überhaupt hier gibt. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Und ich finde, man sieht einfach, dass es Veneers sind, weil sie nicht richtig in seinem Mund sitzen. Und ganz lange hatte er halt auch nur die obere Zahnreihe gemacht und nicht die untere. Wisst ihr, wie schlimm das aussah? Oh, scheiße, war das schlimm. Wirklich? Der absolute Horror. Bei Emmy ist so, traut sich jeder mit Emmy wirklich zu reden? Emmy ist halt schon so ein Charakter, wo man weiß, so, okay, kann ich mich jetzt daran trauen? Irgendwie ist das so ein Ding, das du erobern willst. Weißt du, was ich meine? So, ob du es schaffst oder nicht. Ob du es schaffst oder nicht, diese Frau zu erobern, weil ich brauche dieses Spiel, ich brauche diesen Reiz. Weil sonst ist mir scheißegal, ich bin Chris Breu, ich bin Promi. Ich kann sie alle haben, weißt du, da ist nichts mehr mit hier bisschen jagen, bisschen mach dich rar, sei ein Star. Das machen die Frauen alles nicht mehr. Und ich erhoffe es mir jetzt wirklich bei der Emmy, weil ich brauche mal wieder so ein bisschen diesen Spice im Leben, ne? Konkurrenz wird weggebumst und deswegen, Emmy gehört mir. Wenn ich will. Digga! Alter, guck mal, wie der redet. Ich hätte den niemand so eingeschätzt. Emmy gehört mir, wenn ich will. Ja, was ist denn mit Emmy? Will die? Das ist ja scheißegal, ne? Weil wenn er will, dann kriegt er sie auch. Rote Fahne, ganz klar. Rote Fahne. Und ich hätte auch nie gedacht, dass der halt so redet über Frauen. Also, das fuckt mich jetzt schon so unnormal ab. Emmy hat mir direkt ins Auge gestochen. So eine kleine, süße, kleine Barbie in ihrem pinken Kleid. Ja, du bist nicht informiert. Du bist leider nicht informiert, weil eine süße, kleine Barbie ist Emmy nicht. Die ist wirklich alles andere als eine süße kleine Barbie. Und ich muss sagen, das schätze ich auch sehr an ihr. Jeder kann hier seinen Spaß haben. Ganz ehrlich, ich verurteile das nicht. Aber ich vertrete diese Werte einfach nicht. Naja, das ist das Ding. Wir kommen bei Eitel. Are you the one? Ich muss da gucken, ob du... Ich muss da gucken, ob du the one bist. Das ist einfach auch wieder so eine unlogische Scheiße, ne? Sie sagt halt so, ich habe keinen Bock, das hier mit allen rumzuknutschen, pipapo. Er sagt, ja gut, aber hier ist Aito. Dann sagt er aber auch, erstmal finde ich das mega geil von Emmy, dass sie diese Werte hat, weil ich sehe das eigentlich auch so. Muss man da mit jedem rumknutschen, um zu erfahren, ist das das Perfect Match oder sollte man sich lieber unterhalten? So, klar, Sophia Tomalla will, dass da rumgeknutscht wird ohne Ende. Ne? Das gibt Quote. Sex sells und so, aber ja, ich finde das eigentlich ganz gut, dass Emmy so sagt, nee, brauche ich jetzt nicht. Und dass sie auch so merkt, okay, wer ist ihr Perfect Match? Weil wenn das jetzt ein Typ ist, der mit allen rummacht, dann weiß sie wahrscheinlich schon, das ist jetzt nicht meiner. Ne? Aber ich finde, er dreht das so ein bisschen so. Er muss ja auch gucken, wer ist sein Perfect Match, beziehungsweise wenn Emmy sich dann so verhält und nicht mit allen rummacht, er aber schon, dann könnte sie das Perfect Match sein. Aber das, er sieht halt einfach nicht, dass wenn er schon mit allen rumgemacht hat, kann er aber nicht mal ihrs sein. Versteht ihr diese Logik dahinter? Ich muss dir ehrlich sagen, Nadja macht mich voll horny, ey. Warte, ja, weiß ich nicht. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen komisch, weil sie hat dir schon gesagt, hör auf. Er sagt, warte, dann mache ich nochmal. Ja, hör auf, das macht mich geil. Gut, dass sie jetzt gesagt hat, das macht sie geil, dann bin ich okay, fein damit. Aber er hat halt vorher dreimal versucht, da irgendwie sie am Hals zu küssen. Sie hat halt dreimal gesagt, nein. Da denke ich mir, Nico, ein bisschen zuhören. Bisschen. Wenn die sagt nein, dann sagst du, na gut.
beim nächsten Mal, oder was? Ja, Bahn ist auf jeden Fall frei für Nadja. Aber schau mal. Ja. Schau mal, ey, die haben diese Katzen ausgewechselt, ne? Mit den Winkelärmchen. Da gibt's jetzt so glitzernde Dinger. Hm. Und irgendwie schweben die in der Luft. Wie haben sie das denn geschafft? Ich weiß nicht. Schauen wir mal, wie es bei den anderen Frauen sein wird. Da gibt's viele hübsche Frauen dabei. Wir haben halt wirklich einen Eisladen. Krass. Hört ihr, was du siehst? Ja, schon. Ganz ehrlich, das sieht brutal aus. Ich meine, brutal. Endlevel, wirklich. Ja? Jetzt gehe ich mal in meinen Wichsen. Der hat halt so richtig viele Komplimente jetzt, ne? Ich habe mich echt gefreut, dass ich die gesehen habe. Ja, ich habe es gemerkt. Ehrlich? Das ist voll gestrahlt. Thank you. Ja, ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt schon einen Crush auf Nicola. Das ging zwar jetzt super schnell und ich will auch noch offen sein für die anderen, aber ich muss sagen, der hat es mir angetan. Ich glaube, die hat dann noch nicht mitbekommen, dass er mit Nadja auch schon rumturtelt, ne? Den Nico, der lässt da wirklich nichts anbrennen. Aber gut, ist ja auch noch der erste Tag. Er soll machen, was er will. Von Hü auf Hot? Ja. Wo schläfst du? Keine Ahnung, Digga. Schatz mit noch niemand drüber. Du? Soll ich bei Emmy oder bei Laura schlafen? Frag doch erstmal Emmy oder Laura, ob die überhaupt Bock auf dich haben. Und ich find's auch geil, dass Marc minus Robin hatte halt mit keinem dieses Gespräch, ne? Weil keiner will mit dem pennen. Ja, ist halt der Fremdgeher. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin noch gar nicht so viel mit Frauen hier am Reden. Ich weiß, aber ich bin schon voll drin. Ja. Und Marc minus Robin, dafür bist du da. Du sollst mit den Frauen reden und nicht hier deine neuen Bros dir suchen. Weißt du, wenn du halt immer wieder nur für das verurteilt wirst, obwohl du eigentlich viel mehr zu bieten hast, so, weißt du? Welche findest du geiler? Boah, kann ich nicht sagen. Ja, aber das ist die wichtigste Frage. Welche findest du geiler? Und da geht's jetzt hier nicht um den Charakter, Leute, weil da wird auch nochmal differenziert. Das ist das Problem. Nein, und so menschlich eine schon mehr, oder? Menschlich eine schon mehr, oder bist du eher so, dass du halt wirklich nur auf Titten, Arsch und Zähne guckst? Ich finde Laura schon menschlich sehr, sehr cool, aber Emmy ist einfach dieser Kick. Dieser Kick, und ich brauche halt den Kick. Ich brauche nicht dieses Einfache. Weißt du, ich kann mir jetzt auch nicht Laura anlachen, dann habe ich die 2 Wochen an der Backe. Weil ich brauche den Kick. Verstehst du das? Marc minus Robin. So, nächste Szenerie. Nicola im Pool mit Nadja. Dann sehe ich den knutschend mit der Nadja im Pool und ich denke mir so, okay, Regel Nummer 1 war niemals Nummer 2 und das bin ich nicht. Dann habe ich mir den Antonino geschnappt. Warte mal kurz, was für eine geile Regel ist das denn? Regel Nummer 1 sei niemals Nummer 2. I love it. Haben wir ein bisschen rumgeknutscht. Sie haben es gesehen. Sie haben es gesehen, Nicola hat es gesehen. Besser als gedacht. Laura! Dann habe ich mir den Chris geschnappt und mit dem wollte ich eh rummachen. Mach ich halt mit dem Chris rum. Dann sind wir in den Pool gegangen und haben genau das Gleiche gemacht. Ganz ehrlich, ich finde Chris inzwischen sogar besser. Die ist halt hammerhart, ne? Also hammerhart, ja. Da soll der Nicola direkt mal spüren. Wenn er sie nicht will, gut. Dann nimmt sie halt sich 5 andere. Du bist zu gierig. Nein, wer ist der Typ? Chris ist hierher gekommen scheinbar, um natürlich mit jeder rumzulecken und hat sich dasselbe bei mir erhofft. Wir sind bei Are You The One, um unser Match zu finden und ich glaube, du wirst ihn nicht finden, indem du jeder deine Zunge in den Hals steckst. Ich bin da wirklich irgendwie voll bei ihr, weil wäre ich da jetzt in dieser Show und ich muss mein Perfect Match finden und dann finde ich eigentlich einen Typen irgendwie gut, der hat aber am ersten Abend dann schon die erste und dann die zweite und was weiß ich. Upturn ist da. Der kann für mich schon gar nicht mehr das Perfect Match sein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist aber wirklich so schwer, darüber zu diskutieren, weil klar, du kannst Are You The One so auslegen. Darum geht doch dieses Spiel, dass da jeder mit jedem versucht und sowas alles, damit man sein Perfect Match findet. Aber die Frage ist doch, jeder kann seinen eigenen Weg wählen, wie er sein Perfect Match findet. Und warum sollte sich jetzt eine Emmy zum Beispiel verstellen, wenn sie die und die Werte vertritt? Ich kann Emmy da auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, weil ich würde mich da auch nicht verstellen, wenn ich doch so ein Mensch bin. Warum sollte ich mich dann für Are You The One verstellen, nur weil ganz viele Leute sagen, vor allen Dingen auch die Männer, das immer so erklären mit, hey, ich darf hier doch machen, was ich will, ich bin hier bei Are You The One. Nee, weil dich will dann keiner mehr. Verstehst du das? Alles, was du gesagt hast, hat für mich, meinen Augen, meine Meinung, absolut gar keinen Sinn. Ey, sorry, ich finde das so respektlos, was Chris gerade gemacht hat. Was bringt dir dieses Rumgelecke? Findest du so wirklich deinen Perfect Match? Ich glaube nicht, keine Ahnung, am ersten Tag muss das sein. Aber ich finde, dass er respektlos ist, weiß ich jetzt nicht. Ist er wirklich respektlos? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Er ist respektlos. Ach Mann. Aber ich würde mir halt einfach denken, ist halt nicht der Typ für mich. Ne? Er will hier seinen Spaß haben und lässt sich auch einfach so von Laura um Finger wickeln, Alter.
Das sagt doch schon mal alles. Also er ist sehr leicht zu haben. Tut aber so, ja, ich brauche eine, die es schwer zu haben, weil ich brauche den Thrill. Ey, du weißt selber, was der gerade wieder mich vollgelauert voll hat. Ich glaube, ich werde traumatisiert sein nach dem Ganzen. Gut, das glaube ich auch. Das werden wir alle sein. Ja, schön. Schönes Gefühl. Das war jetzt Folge 1. Was ich euch vergessen habe noch zu sagen, Chris hat tatsächlich vorher Emmy die ganze Zeit vollgelabert und meinte so, ja, ich finde dich toll, pipapo. Wir gehen rüber in Folge Nummer 2. Scheiße, sorry, aber ich bin so geschockt. Ich glaube, ich bin zu sensibel für diese Show. Ja, aber das ist auch der erste Abend. Ich glaube, ich bin gemacht dafür. Was ist denn Aszendent? Weißt du was? Was ist denn dein Aszendent? Weil das könnte dir Laura dann erklären, warum du so bist, wie du halt bist, ne? Ich hab Angst. Ich find's einfach nur so respektlos. Habt ihr das gesehen? Fräulein. Mit einer anderen zu knutschen, nachdem er mir hübsche Augen gemacht hat, diesen Mut zu haben, das ist schon stark. Ich finde es halt nicht stark, ich finde das einfach mega schwach, ein Mann ohne Rückgrat, den Himmel ohne Sterne. Zu 100%. Damen und Herren, habt ihr Bock auf so eine kleine, minimale Runde Flaschen? Ja, klar. Lukas hat auf jeden Fall Bock auf eine kleine Runde Flaschen drehen. Irgendwie überrascht mich das auch nicht, dass diese Idee von dem kam. Ihr müsst euch doch mal vorstellen, ja? Mark-Robin und er haben ja schon gesagt, wie geil die Vibers da sind. Ne? Die sind bestimmt schon so horny die ganze Zeit und denken sich so, okay, wie kriege ich sie jetzt hin? Wie kriege ich es hin, dass die jetzt alle mit mir rumlecken und ich mir nehmen kann, wen ich will? Flaschen drehen! Ist so ganz normal. Safe. Gut, als erstes trifft's Arsena. Die nimmt Pflicht und Lukas sagt ihr, naja, er trägt ihr die Pflicht auf, mit Mark minus Robin rumzulecken. Mach mich mal weg. So, und jetzt, der macht wirklich jeder mit jedem rum. Naja, es gibt wohl auch Ausnahmen, aber das ist so wild. Hier zum Beispiel auch Nicola mit Tara. Mit Tara ist halt so geil, ne? Die war jetzt irgendwie 2 Jahre Single und hat auch in ihrem Intro gesagt, sie ist eigentlich Jungfrau, weil sie hat seitdem weder geknutscht noch gebumst noch sonst irgendwas. Mit armen Mäuschen, so weißt du. Oh. Ja, und jetzt sitzt sie da, na endlich. Endlich wurden ihre Lippen mal wieder berührt. Emmy, ich glaube, du wirst gleich geküsst, aber ich weiß nicht. Nein, ich möchte nicht geküsst werden, das müsste ich jetzt schon mal machen. Den ersten Kuss in einem Spiel Flaschen drehen. Also ich bin eine elegante Frau und ich glaube, mein erster Kuss wird garantiert nicht so stattfinden. Ich muss sagen, ich finde es wirklich stark, dass sie sagt, nein, ich will da nicht mitspielen, weil ich glaube, der Gruppenzwang ist schon hoch. Du willst ja auch nicht die Brüde sein. Guck mal, so ein Lukas geht da rein, seid auf keinen Fall Brüde. Ist vielleicht auch ein Upturner für den einen oder anderen Mann dort, weil die wollen ja das schnelle Erlebnis, die schnelle Erfahrung. Ja, und dass die da sagt, nein, erfordert Mumm, sich da selbst treu zu bleiben, würde ich behaupten. Schauen wir mal, Digga. Der einzige, der eine Frage für mich gerade jetzt kommt, ist Ostern. Ostern, der ist Ostern. Ja, Ostern ist der einzige. Hast du denn gerade gesehen, wie der die Liegestütze da vor den Mädels macht? Also muss es sein. Weil er wirklich clean geblieben ist. Ach, clean im Sinne von, der hat da mit niemandem rumgeleckt. Ja, wenn das jetzt schon der Bare Minimum ist, wo wir uns hier bewegen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sind hier bei Aito. Ja, was heißt das denn jetzt hier? Dass wir jetzt alle hier sind oder was? Ich verstehe es nicht. Hast du gute Einstellung? Ja, ist gut. Das ist der erste Tag, Mann. Ich finde das auch mega gut. Und ich glaube, umso mehr Frauen so denken, desto besser kannst du es auch durchsetzen. Weil wenn du nur eine bist von 10 und die anderen 9 lassen sich da ständig von den Männern belabern und sagen, hey, ist doch Aito, wir müssen uns doch alle ausprobieren. Was aber sowieso nur bis zu dem Zeitpunkt funktioniert, bis ein Mann irgendeine Art von Gefühl hat für die Frau oder ein großes Ego-Problem, weil die dürfen dann nicht mehr mit den anderen. Das sind ja dann direkt wieder die blöden Schlampen. Ja, und wenn du nur eine bist, die dieses Mindset hat und 9 andere, die sich da ständig belabern lassen, dann ist es schwer, das aufrechtzuerhalten. Wenn es aber mehrere verstehen und auch mehrere so sehen, dann ist es auch einfacher, das den Männern gegenüber durchzusetzen. Finde ich. Ich hinterfrage das jetzt. Geht ja hier darum, sein Perfect Match zu finden und nicht irgendwie jeden die Zunge in den Hals zu stecken. Ja, absolut. So, nächste Situation. Lukas sitzt jetzt hier mit Linda, der von Germany's Next Topmodel. Und da war wirklich eine ganz cringige Situation, als Linda ankam. Habe ich rausgeschnitten. Und zwar, sie kam ja an mit Jennifer. Und Jennifer kannte natürlich schon ein paar, war so, ey, bla, und hat die umarmt, alles pipapo. Und diese Linda hat sich dann einfach nur so dahingestellt. Keinem Hallo gesagt, hat sich nicht vorgestellt, niemandem.
Und dann waren halt Emmy und Tara direkt so, hä? Wieso stellt die sich nicht vor? Erster Eindruck und so, das ist echt ein bisschen schwach, bla bla bla, fanden das halt nicht so gut. Dann wurde sie auch irgendwie direkt darauf angesprochen und daraufhin hat sie sich den Leuten dann vorgestellt. Aber ich sag euch, was war bei Linda im Kopf? Ich meine, sie ist halt so eine Natürliche. Und dann kommt die da hin und die sind alle fake. Ja klar sagt ihr da keiner Hallo. Hör mir auf, hör mir auf. Ja, und jetzt sitzt hier Lukas mit der in der Raucherecke und klärt sie mal auf, was die für eine Truppe sind und alles. Ne? Ich glaube, eigentlich sind wir eine Truppe, die sehr offen ist. Aber trotzdem war es so, als ich den ersten Moment hier war, jeder kennt sich irgendwie und ich war so, hi. Es kennt sich nicht jeder da, Linda. Das ist völliger Quatsch, da kennen sich vielleicht mal eins, zwei. Oder die haben sich mal im Fernsehen gesehen, was aber auch nicht heißt, dass die sich kennen. Ich bin Lukas. Freut mich. Hä? Hä? Guck, jetzt kennen wir beide uns doch auch. Cringe. Mir geht's darum, ich will nicht, dass mein erster Kuss bei so einem dummen Spiel stattfindet. Ja. Warum sind wir denn sonst hier? Ein Küsschen geht doch immer. Ja. Warum sind wir denn sonst hier? Perfect Match finden. Und für die Männer gibt es nur diesen einen Weg. Also ich bin gespannt, ob es da auch einen anderen Mann, also einen Mann mit einem anderen Mindset geben wird. Vielleicht dieser Alex. Aber ja, wir haben auf jeden Fall schon mal einige, die so ticken wie der. Wir sind halt nur mal bei Are You The One? Oh, deshalb, ich hasse diesen Satz. Ich hasse diesen Satz auch, weil er einfach absolut nichts erklärt und nichts entschuldigt. So, ja, dann mache ich halt mit jedem rum. Na und? Ich bin ja bei Are You The One. Okay, okay. Ich küsse in meinen Sendungen nie. Mein einzigsten Kuss, den ich jemals hatte, war einmal bei Temptation. Du bist fremdgegangen? Was? Du bist fremdgegangen? Egal. Das heißt ja, oh. Red Flag, Red Flag. Ja, Amy ist fremdgegangen mit Yogo. Ich glaube, die hatten sogar Sex, ne? Wünsche ich so niemandem. Also ich habe nur eine Regel. Heute mit niemandem schmusen und neben niemandem schlafen. Am ersten Tag ist bei jedem das Adrenalin hoch und die machen immer rum. Und am nächsten Tag kommt dann die Ernüchterung und das böse Erwachen. Und dann denken sie sich, ja, aber ich will jetzt nicht auf die eine fixiert sein. Ich will ja noch alle kennenlernen. Oh, ah. Ja, genau das. Ah. Die trifft es doch einfach wirklich hier. Absolut auf den Punkt. Da bin ich so gespannt, wer ihr Perfect Match sein wird von den Männern, die da bis jetzt sind. Weil irgendwie für Emmy als auch für sie finde ich es richtig schwer. Arsena auch, Jenny auch, Anastasia auch. Also, schauen wir mal. Jetzt so, ja, es ist doch eine B-Staffel. Die Frauen untereinander können auch Perfect Matches sein. Ja, das würde alles erklären. Und deswegen habe ich entschieden, ich bin die, die dann am nächsten Tag kennengelernt wird. Linda geht ja richtig ab, ne? Das hätte ich ja mal gar nicht gedacht. Ja, die redet von Linda und Tim. Die sind nämlich schon völlig am Rumlecken. Gab es auch eine klitzekleine Szene, dass wir eben schon mal gesehen haben, dass die im Pool schon rumgemacht haben, neben diesem Spiel. Also das war nicht während dieses Spiels, sondern, ne? Und da sitzt die Linda jetzt schon auf dem Tim. Kleiner Ritt wird gestartet in der Prärie. Wunderschön, wirklich wunderschön. Hey. Und dann auf der rechten Seite waren natürlich Nadja und Nicola und die auch so voll am Rumschlecken. Aber sie hat auch schon mit Lukas da kurz ein bisschen rumgeleckt. Und Lukas, das ist Brain. Das ist Brain. Ach man, ich würde sie halt so gerne jetzt schon eine SMS schreiben, ne? Jenny. Ich habe gar keine Erwartungen mehr an Lukas. Er hat auf jeden Fall gesagt, lass doch in den Boom Boom Room gehen, da sind wir hier nicht umgeben von den ganzen anderen, die hier rumleckern. Und das war die beste Entscheidung ever. Also ich bin da wirklich so froh, dass ich da so einen Brain an meiner Seite habe. Guck mal, jetzt ist sie noch froh. Oh Mann, Jenny. Es tut mir so leid. Es tut mir doch einfach so leid. Das haben die alle nicht verdient, Dicke. Alles korrekte Mädchen. So, nächster Morgen. Nächster Morgen, das Brain sitzt hier. Also Lukas, wie redet er denn so über die vergangene Nacht mit ihr? Eine Latte gab gestern, Bruder. Ich sag dir, wird gefährlich hier mit Dings nicht smashen, Bruder. Wird gefährlich, dass er hier die nicht wegflankt, ne? Ja, weil genau so einer ist er. Er hat auch am Anfang gesagt, irgendwie er liebt seinen Körper und vor allen Dingen, was er richtig gern mag, ist sein Penis. Da habe ich mir auch nur gedacht, ja, weil du dein Gehirn mit deinem Penis verwechselst. Und das ist halt wirklich das große Problem. Also er sagt ja auch, er findet sich so schön und sowas alles. Er ist ja auch, ne? Er ist ein maskuliner Mann. Hat Muckis, alles pipapo. Ich find's schön. Ich find's wunderschön. Aber das Innerliche, das ist ja so verkorkst. Und ich verstehe nicht, warum er daran nicht arbeiten will. So, das war ja jetzt hier nach Prominent getrennt gedreht. Versteht ihr? Der hat die Klatsche von Chiara bekommen. Ich hoffe, deine Mama sieht das und stellt sie zum Boden für dich. Hat er was gelernt? Natürlich nicht. Aber wir sind ja hier auch bei Are You The One.
Dann kann sie ja so reden, dann kann sie ja so reden, dass sie die eine ihren Namen vergessen, dann muss ich aufpassen, dass sie nicht noch wegflext. Ja, klar. Ich dachte eigentlich schon so, dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen und dann sehe ich, du knutschst da mit Nadja. Laura ist sauer, sie ist wie gesagt keine zweite Wahl. Und das soll Nicola jetzt auch zu spüren bekommen. Finde ich aber auch gut, das anzusprechen, weil ganz oft wird es gar nicht angesprochen. Dann soll der andere Part sich das denken, ja. Ist aber auch falsch. Man sollte vielleicht erstmal auf denselben Nenner kommen. Okay, wofür ist man hier? Wie interpretiere ich Are You The One? So, wie funktioniert für mich das Spiel? Fand ich schon komisch. Ich möchte meinen Spaß hier haben und ich möchte nicht, dass jemand sagt, ey, und mir die Vorwürfe macht, warum das oder das oder das. Habt ihr gesehen? Wurde oft genug im TV fertig gemacht. Mann, ey. Komm her, stell dich kurz, komm her. Du hast auch rumgeknutscht die ganze Zeit. Das war ein Game. Laura, das ist gelogen. Das war kein Game. Also es war ein Game von dir, ne? Weil sie es absolut abgekartet hat, gespielt. Aber es war jetzt nicht, oh, der küsst den und der küsst den, ne? Siehst du? Ja, aber warum? Wen habe ich denn zuerst da gesehen? Wir sind hier bei Are You The One. Ich bin niemals die Nummer zwei. Egal bei wem. Bei dir ist Tamam, bei ihnen Haram. Nein! So, jetzt gibt es hier ein Spiel. Das ist Are You The One Niveau und noch viel mehr, würde ich behaupten. Die Jungs sind quasi nackt. Die haben so eine fleischfarbene Unterhose an. Und ja, darüber ein, aus so Zuckerperlen, so ein Höschen haben sie drüber. Und die Frauen müssen das abknabbern. Die dürfen sich jeweils immer drei Jungs raussuchen, bei denen sie knabbern dürfen. Wenn die aber unten am Schniedel nicht knabbern wollen, dann können sie auch, also wenn sie so langweilig sind, wie Sophia das sagt, die sind dann so langweilig, dann können sie auch am Hals knabbern, da haben sie nämlich auch noch eine Kette an. Und der Mann, beziehungsweise die zwei Männer, die dann am meisten abgeknabbert wurden, die dürfen sich dann eine Frau aussuchen fürs Einzeldate. Wer kniet, ist sweet. Hahaha, ja, wer kniet, ist sweet. Also wer sich da jetzt hinkniet, ne, der nutzt die dann als Stallvorlage, um dich fertig zu machen bei dieser Nacht der Lichter. Oh, das klingt ja traurig. Ja, weiß ich auch nicht. Also, gut. Das ziehen wir uns nicht rein, Leute. Ich sage euch einfach direkt, wie es ausgegangen ist. Nicola war der nackteste Mann und darf zuerst wählen, wen er nimmt fürs Date. Er nimmt Tara. Ja, finde die Nadja jetzt nicht so geil, ne? Haben ja die Nacht miteinander verbracht. Blöd gelaufen. Okay. Dann würde ich gerne mit dir auf Date gehen. Der nächste, Magnus Robin, der wurde so angeknabbert, Leute. Also das heißt doch, dass so viele Frauen eigentlich geheim Interesse an dem haben, oder? Warum sollte er sonst so krass angeknabbert worden sein? Wie bitte? Wen wählt er sich denn aus? Ich nehme Laura Blond. Oh. Laura Blond. Ich stell mal vor, da gäbe es zwei Mark-Robins. Wie würde man ihn da nennen? Ich nehme Mark-Robins weißer Zahn. Ja, das ist geil. Ist das, wie kann denn ein Typ neben dir stehen, der so auf deine Titten glotzen, ja? Und dann sagen, ja, ist geil. Naja, wir sind halt hier bei Are You The One. In meinen Augen versucht die Laura, die Männer hier alle ein bisschen zu triggern, dass sie überall die Nummer 1 sind. Das nervt mich jetzt langsam. Wieso? Die kann auch machen, was sie will. Oder nicht? Guck mal, vielleicht ist das, was andere Frauen an ihr nicht mögen. Aber im Endeffekt kann die doch machen, was sie will. Also, das ist eine Pikmisha. Heißt, der Mann findet eine andere gut, aber sie stellt sich hin und sagt, ich bin nicht gerne die zweite Wahl. Und will dann hören, du bist meine erste Wahl, Baby. Das hier, oder was ist die? Naja, sind viele von euch ein bisschen und da kann man auch ehrlich gesagt den Frauen gar nicht so die Schuld geben. Auch ihr jetzt die Schuld zu geben. Ich meine, die Männer lassen sich doch darauf ein. Und dann solltet ihr euch fragen, wollt ihr so einen Mann haben? Das ist es doch dann eher wieder, oder nicht? Nein, die Frau ist schuld. Dieses Schießen, dieses so, ich bin keine zweite Wahl. So, und sie kann ja überall die erste Geige spielen. Was hat das denn mit Schießen zu tun, frage ich euch jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch nicht Schießen, wenn sie diese Ansicht vertritt und das auch gerne den Typen, an den sie Interesse hat, und das ist eigentlich nur Nicola, weil sie hat es nur Nicola gesagt, dem das auch vermittelt. Es geht hier nicht darum, dass sie bei jedem die erste Geige spielen will. Absolut nicht. Mit Chris ist ihr scheißegal. Und Antonino war auch nur Mittel zum Zweck. Ja, sie saß aber schon im Interview und hat gesagt, Nicola, doch, den finde ich wirklich toll. Dem das zu verklickern, ist doch absolut legitim. Absolut legitim, aber nein, passt der Nadja nicht. Weil jetzt ist ja sie auf einmal zweite Wahl. Bisschen hier Doppelmoral, ne? Dem sie gestern mit 5 Männern rumgemacht hat. Boah, Puls. Schön, Massagesalon. Ich bin kurz davor, ihn auszusortieren eigentlich.
Kurz davor oder schon passiert? Ich fand es echt frech. Das Problem ist halt, wenn sie den noch aussortiert werden, wer bleibt dann noch für Emmy? Wer bleibt dann noch? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich ein Ick auf Männer mit langen Haaren. Ja. Hast du echt? Ja. Das finde ich auch so geil. Die hat einfach ein Ick mit Männern mit langen Haaren. Ja, da ist der Tim doch wirklich genau der Richtige für dich. Hat die bestimmt auch angegeben bei Perfect Match. Bitte kein Mann mit langen Haaren. Ja. Nee, brauchst mich gar nicht mal anzufassen. Will ich nicht mehr. Soll ich so bleiben? Nee, du bist für mich jetzt auch beschmutzt. Ich dachte, du warst was Besonderes für mich. Was ist das? Du massierst? Du hast mich nicht mal massiert. Hast du gefragt? Hat sie dich gefragt? Ja. Lüge! Ja, der lügt halt, ne? Das ist einfach sowas von Lukas. Das sind doch so Situationen, warum fängt man da jetzt schon an zu lügen? Das ist... keine Eier in meinen Augen. Keine Eier, einfach jetzt dazu zu stehen, ja, ich habe die massiert, na und? Weil ich hatte da Bock drauf, ich finde die auch geil. Wieso kann man nicht einfach dazu stehen? Ich sage euch warum. Weil er Angst hat, dann Emmy zu verlieren. Aber trotzdem, er sitzt doch da und sagt, hier kann man doch mit jedem rummachen und so. Aber dann steh doch wenigstens dazu. Bleib deiner Linie treu. Also... komm, geh weiter. Darf ich dir eine Dame abnehmen? Ich mach das bei Gabriela dann. Guck, jetzt haben sie es nochmal eingespielt. Ja, genau so war's. Was denkst du jetzt, wenn du mich irgendwann massierst? Dann denke ich mir, nichts Besonderes, hat er bei einem anderen schon gemacht. Ja, warum denkst du aber so? Ja, aber warum denkst du aber so? Du bist das Problem, Emmy. Sei doch mal ein bisschen lockerer. Ich kann doch hier massieren, wen ich will. Emmy, was? Also, wenn du mir meine Füße massierst dafür, dann... Füße massieren natürlich nicht. Aber ich frage dich doch danach, so wie sie dich gefragt hat. Nö, wollte er nicht. Egal, wir haben ja eben dieses Spiel gesehen. Die sind ja jetzt natürlich alle auf dem Date. Sie sind auf dem Schrottplatz. Und da zertrümmern die jetzt erstmal ein Auto. Weißt du, was ich als allererstes mache? Ich stelle mir dich vor bei Temptation und mein allererster Eindruck von dir. Finde ich ja geil, von der Laura. Warte. So, das ist jetzt aber auch vorbei. Jetzt wird es halt wirklich, es wird romantischer und romantischer. Die haben nämlich natürlich jetzt auch noch eine Zeit zu zweit. Hinter einer 5-Tonnen Müll. Vor 5-Tonnen Müll. Besser kann es auch nicht laufen. Und ich glaube, besser kann es auch nicht riechen. Das Ding ist halt, ich finde, wir matchen schon krass so. Also wir verstehen uns voll gut. Das ist doch ein Full-Circle-Moment hier. Marc minus Robins erstes Date auf Müllplatz. Mein RTL! Ich kenne deine Ansichten gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du dir wünschst für die Zukunft oder so. Boah, heiraten bin ich nicht so unbedingt der Typ, aber würde ich machen, wenn sie Frau will. Ja. Das liebe ich zum Beispiel. Also das ist meine Zielvorstellung. Ja, ja. Oder es lieben nicht alle Frauen. Das ist einfach absoluter Quatsch. Ich finde, es geht darum, sich den Schwur zu geben, für immer zusammen zu sein. Das ist so ein Ding, das triggert dich jetzt wieder, ja, ne? Ja, schon. Ne? Ja. Egal, ja. Damit komme ich klar. Damit komme ich klar, dass du mich scheiße findest. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, wir gucken in die Villa. Gerade bin ich auch sehr angespannt und auch nicht gerade gut drauf. Ja, wieso? Wegen Lukas. Der liebe Lukas spielt hier so ein bisschen Spielchen, ne? Also das merke ich immer mehr. Sehr geil, dass du da so einen guten Radar hast. Dafür gibt es absolut eine grüne Fahne. Schmeckt viel besser, weil warte, irgendwo war auch noch dein Lippenstift, glaube ich. Lukas? So mag ich besser. Ja. Das ist für mich wie so ein schlechter Anfang von einem Porno. Und dass ein Mensch wirklich ernsthaft so ist, ne? Da kann ich... Nein, da kann ich einfach nur heulen. Hey, einfach mal da, mal da, mal da, mal da, mal da. Seid da, danke, dass ihr gekommen seid, Leute. Der hat einfach so ein großes Ego, das ist einfach zu krass, ne? Das ist einfach zu krass. Eine richtige Red Flag. Absolut, der ist sowas von einer Red Flag, ein Blender, ein Scharlatan, all diese Dinge ist Lukas. Er hätte uns einfach mal einen anderen Lukas zeigen können, von einer ganz anderen Seite. Nein, er hat sich dafür entschieden, ich bleibe weiter meiner Linie treu. Eine Red Flag bin ich durch und durch. Ja, das ist halt genau das Ding. Dir ist es scheißegal, was Leute sagen. Also eigentlich, du tust so, aber im Endeffekt ist das Geheule dann groß, wenn die Leute was sagen. Das geht murmeltechnisch sich halt auch nicht auf. Muss man ja auch ehrlich sein. Hat er jetzt einen Lapdance kassiert, ne? Vom G. Ich denke immer Gloria. Gabby. Bist du dumm? Und wir gucken zu Taras Date mit Nicola. Die haben ja auch noch ihre Zeit zu zweit. Die erzählt nämlich jetzt hier, also beziehungsweise hat sie erst Nicola gefragt, wann hattest du das letzte Mal Sex? Und er meinte so, ja, vor 3 Wochen. Und dann fragt er sie, und du? Über 2 Jahren. Und eigentlich dachte ich, es wird nur so 2-3 Monate dauern. Und je länger der Abstand wird, desto mehr denke ich mir halt, ja, das kann ich jetzt nicht mit einem One-Night-Stand aufhören oder so. Da kann ich auch zu Hause masturbieren, habe weniger Arbeit und mehr Spaß.
Sehr passende Worte auch. Was Ernstes und dann... Ich kann das komplett verstehen. Wirklich. Gut, freut mich, komplett, dass du wirklich. Das. Schon krass, so über 2 Jahre Kessel zu haben, finde ich. Ja, was labert der? Der kann das komplett verstehen. Also ja, das komplett verstehen und selbst für sich dann auch noch anzuwenden, sind ja auch noch mal 2 Paar Schuhe, ne? So, jetzt hier dieser Lars, den habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? War irgendwo bei Bachelorette oder so. Hier erstmal eine Szene zum Kennenlernen. Ich bin Muschi halt. Stellt mal vor, ihr schwimmt da im Pool und dann ist da so ein perverses Schwein hinter euch und sagt, ich bin Muschi halt. Wie kommt man auf so eine widerliche Idee? Also manchmal frage ich mich, was ist in den Köpfen los der Menschen? Was ist in den Köpfen los? Der ist komplett peinlich, der Chief gerade. Ich habe das Gefühl, dass der liebe Lukas irgendwie so überall so ein bisschen touchy und sehr flirty unterwegs ist. Er ist voll auf Attacke. Oh, ich weiß nicht, kriegst du oft sowas immer so ein Abturner. Ich finde sowas so unsexy, wenn ein Mann so für jede Frau so easy to have ist. Aber ich finde, das beweist halt auch wieder, das Wichtigste für ihn ist nur sein Ego, dass das ständig gestreichelt wird, dass es gepusht wird, dass das bestätigt wird. Und so lebt er sein Leben. Von morgens bis abends. Und deswegen trifft er auch so Entscheidungen, die er trifft. Das ist Horror eigentlich. Voll ekelhaft. Boah, ich finde das so eklig. Chris auch so, ja Chris, also so richtig besser bist du auch nicht. Erinnere dich an gestern, als du dich da einfach in den Pool hast verführen lassen. Soll er machen, aber das ist auf jeden Fall nicht die Art und Weise, die ich so viel gut heiße. Dabei hast du nicht verdient. Ich sag, die guten Leute kriegen immer die Scheiße ab. Ja, aber dass die guten Leute immer die Scheiße abkriegen, das stimmt irgendwie. Aber weil die halt so gut sind. Lassen sich wieder verarschen, geben jedem eine neue Chance. Und das wird halt leider, leider sehr oft ausgenutzt. Ja, im Pool war es heute heiß. Im Pool war es heute heiß, ne? Nadja leckt hier jetzt mit Lars rum. Ist ja eigentlich mit Nikola. Von daher würde ich sagen, ist da dann auch alles wieder... Alles gut? Alles im grünen Bereich, oder? Sind sie quitt? Das macht Politik, weil ich Gabriela massiert habe. Chill doch, ja. Wie hast du die denn massiert? Hast du dich draufgesetzt? Nein. Hat er sich nicht drauf gesetzt? Doch, am Anfang saß er noch drauf. Hast du den Arsch gegrapscht? Hat er auch. Der hat die auf jeden Fall da unten massiert. Also, ich finde Jenny geil. Also klar, sie wollte Politik machen. Aber warum? Wegen berechtigten Gründen. Und das hat die Jenny sofort gecheckt. Sahst du auf? Ja, hast du den Arsch massiert? Nein, nein. Ja gut, wenn du dann lügst, wie soll sie dann mit dir diskutieren oder irgendwie dir einen Rat geben? Also es geht ihm wirklich nur darum, sich selbst in gutes Licht zu stellen. Und Amy in Kacklicht. Ja, schwach. Okay. So, bei dem Lukas. Es muss cool sein. Irgendwie miteinander, aber auch so irgendwie ohne, so, weißt du? Ich brauche vielleicht auch viel mehr als das. Ich brauche vielleicht was ganz anderes. Du brauchst aber sowas von ganz anderes. Du brauchst wenigstens irgendetwas. Der kann dir ja nichts geben. Habt ihr gesehen? Lukas fragt da hier, diese Gabby. Hab ich dir ins Gesicht gespritzt? Bah! Ja, was geht denn da noch hier schon? Das war Lukas zum Gaben. Nur ein bisschen. Lukas und Gabi, ja, das passt wahrscheinlich diesem Ozan nicht, weil Ozan ja Gabi anscheinend toll findet. Er wollte sie auch eben massieren. Ja, passt mal auf, dass ihr da euren Bro-Kodex nicht brecht, ne? Sorry, wir können natürlich auch alle kennenlernen, indem man nicht alle Frauen jetzt anpacken muss oder auch mit jeder Frau unter die Dusche springen muss. Ja, zu 1000%. So, die sind ja jetzt auch zurück vom Date gekommen und irgendwie Nadja hat Nikola nicht Hallo gesagt, Nikola hat Nadja nicht Hallo gesagt. Die waren irgendwie auch alle ganz komisch, als sie da zurückgekommen sind vom Date. Ich meine, sind ja auch ein paar Sachen passiert. Es wurden ja ein paar Küsse verteilt und so. Also nicht auf dem Date, aber währenddessen in der Villa. Und ja, jetzt sitzen die zwei hier, haben dann auch Antonino gefragt, was ist denn hier passiert, bla bla bla. Und Antonino hat dann erklärt, dass Nadja sich jetzt so verhält, weil klar will die jetzt, dass Nikola den ersten Schritt macht und auf sie zukommt. Wo ich mir denke, krass, dass Nadja das will, weil sie hat doch eben noch mit Lars rumgemacht. Eigentlich steht sie doch jetzt in der Schuld, zu Nikola zu gehen, oder nicht? Willst du es drauf ansprechen? Nee. Scheiß drauf, ne? Nee. Ich sag dir ganz ehrlich, jemand weiß einzuschätzen oder halt nicht. Ja, und das verstehe ich. Und diese Einstellung finde ich auch gut, weil das ist halt genau das. Ich bin keine zweite Wahl. So, du kannst mich nicht immer warm halten und kommen, wann du willst. Oh, wollen sie jetzt reden? Will sie es jetzt wieder gerade biegen? Oder wird sie herausfinden, was abgeht mit meinem Date? Nadja hat nämlich jetzt das Gespräch mit Nikola gesucht. Das gucken wir uns jetzt an. Gibst mir kein gutes Gefühl und gar nichts, wenn du gehst. Würde ich schon mal sagen ich können. Gesagt habe. Und du sagst mir nein, du hättest einfach mal Tschüss sagen können. Ich finde das so krass, ne? Dass sie sich das überhaupt traut zu sagen, nachdem die eben noch mit Lars rumgeleckt hat, Leute.
Frauen, Bruder. Keine Ahnung, einfach mal zukommen und mir ein gutes Gefühl geben, aber hast du nicht. Was soll ich denn ein gutes Gefühl geben, als ich... Als Alter, ich wir waren heute Nacht im Bett. Ich war einfach enttäuscht von dir, weil ich es nett von dir dachte. Ja, aber ich möchte auch die andere kennenlernen. Darfst du doch auch, aber dann ja, gib mir wirklich so ein gutes Gefühl und lass mich nicht links liegen. Lass mich nicht längs liegen. Ich meine, ich will dich jetzt auch kennenlernen, aber hier mit dem Lars habe ich rumgeleckt. Hier. Gehen wir fest zusammen. Wow. Ja. Kein Ernst. Schwierig, schwierig, schwierig. Und wir haben einen zweiten Tag. Hey. Hey. Ja. Und jetzt ist natürlich noch die große Frage, wer kommt in die Matchbox? Das mussten die tagsüber wählen, jeder einzeln und sich entscheiden, welches Paar möchte ich in der Matchbox sehen. Entweder Tara mit Nicola oder Marc-Robin mit Laura. Die Masse hat sich entschieden für Marc-Robin und Laura. Es gibt kein Angebot von Sophia, die verkauft ja auch manchmal die Matchboxen, gab es aber nichts. Und ja... Die gehen jetzt in die Matchbox und dann sehen wir nächste Woche, ob die zwei ein Perfect Match sind oder eben nicht. Ihr Süßen, das war's mit der ersten zwei Folgen. Ich kann sehr, sehr gut Deutsch. Wie hat's euch gefallen? Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Sagt mal, ob ihr Bock habt, weiter Altur zu machen oder nicht. Es kommen nämlich auch noch andere krasse Sachen, ne? Und alles können wir nicht machen. Das wisst ihr. Der Struggle, der ist immer derselbe. Von Kopfig zu Kopfig, immer Kopfig. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am 1. August mit Princess Charming. Let's go, Lesbians! Okay, ich freue mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und danke fürs Zusehen. Bis dann, haut rein. Peace! But I really get what people say.